So, und herzlich willkommen wieder zurück bei Tropico 6, der Beta-Version. So, wo sind wir in der letzten Folge gestiegen? Was, Stadtentwicklung ist beendet? Okay. Achso, das war die Verordnung, ja. So, wir stehen ganz kurz vor den Wahlen. Überfall abgeschlossen. Cool, damit sollte doch... Verschlüsseln Sie sofort diesen Kanal. Das Codewort ist Borscht. Wir haben 20 Sekunden ab jetzt. Was? Den diplomatischen Zustand vom Ostblock auf Bündnis einstellen, okay. Sind wir jetzt Bündnispartner mit denen? Und warte mal, wir haben ja auch noch was fertig. Das hier dauert noch ganz schön lange, ja? Okay, wir sollten wieder mit den Westmächten ein bisschen Handel betreiben. Was haben wir denn hier? Ananas. Ich weiß gar nicht, bauen wir Ananas an? Ja, unterschreiben wir erstmal. Unterschreiben wir erstmal. So, pass auf. Sind wir jetzt mit dem Ostblock-Bündnis? Ja, Hammer. Cool, ohne dass ich das eigentlich wollte. Also, so direkt. Cool. So, wir könnten jetzt noch die Westmächte verbannen. Machen wir jetzt einfach mal, oder? Wir sollen die Westmächte verbannen aus der Botschaft. Ja, Mission auch abgeschlossen. Verschlüsseln Sie sofort diesen Kanal. 1000 Wissen erhalten. Borscht. Wir haben 20 Sekunden ab jetzt. Ab jetzt. Gut. Von nun an heißt es Sonne, Meer und Stroganov. Denn wir haben uns mit dem Ostblock verbündet. Wird der kalte Krieg jetzt tropisch? Das ist ja eine coole Aussage. Wird der kalte Krieg jetzt tropisch? Coole Kiste. Coole Kiste. So, pass auf. Wir haben jetzt ein Bündnis mit den... Ostblock, ja? Ich kann mit denen gerade gar nichts mehr machen, ne? Ich müsste den erst wieder einladen. Was ist denn, wenn ich den jetzt einfach wieder einlade? Hier. Hat das jetzt hier irgendwas geändert? Nö, nö. Nö. Die haben schon ein Bündnis. Okay, mit Beinen geht nicht, ne? Gut, gut zu wissen. Gut zu wissen. So, wir haben gerade 300.000. Ey, wir haben echt gerade so viel Geld. Wahnsinn. Was aber, finde ich, noch wichtig ist, ich will gerne noch sehen hier mit der Bombe. Das will ich auf jeden Fall noch sehen. Und, die haben gerade keine Aufgaben, ne? Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für euch stimmen wollen, Präsident. Nö, Freiwahlen. Ich persönlich werde euch viele, viele Male. Ja, das weiß ich doch, mein lieber Penultimo. So, freie Wahlen. Ich denke mal, wir stehen ganz gut dabei und das klappt schon. Ja. Ich denke schon, dass das klappt. So, Arbeitslose, ich komme von diesen 31 einfach nicht runter, ne? Und obdachlose Familien gerade gar keiner. Und guck mal, leerstehende Wohnung. Alter. Alter. Wir haben so viele leerstehende Wohnungen, das ist unglaublich. Aber wirklich unglaublich. Wie kann ich denn jetzt hier noch mehr... Wie kann ich jetzt noch mehr Aufgaben für meinen Ostblock fertig kriegen? Das würde ich gerne noch wissen. Und Grüße, Präsidente und alle mithörenden Spione. Ich versichere Ihnen, dass im Laufe dieses Gesprächs keine sensiblen Informationen preisgegeben werden. Ja, Ostblock-Botschaft besuchen. Machen wir. Also ich denke mal... Entweder war es jetzt Delegation senden, was wir ihn gerade aber schon gemacht haben. Na toll, haben wir ihn gerade gemacht und jetzt geht es halt nicht mehr. Jetzt müssen wir halt diese 10 Monate abwarten, ja. Gut, so, was steht denn noch auf unserem Terminzettel, was wir auf jeden Fall noch machen können? Ein Brunnen? Gebäude ist deaktiviert, okay. Erhöht die Einwanderungsrate, bringt uns aber nichts, weil wir das Limit schon haben. Erhöht die Chance verborgene Rollen. Ein einmaliges Gebäude. Können wir ja mal bauen. Informationsministerium. Wo packen wir das hin, das Informationsministerium? Könnte man hier hinbauen? Und machen wir auch mal fertig. Zack. Arbeiter. Undercover-Agenten für 10.000. Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch, Präsident. Ah. Von der sprichwörtlichen Sorte. Nicht von der Sorte, die die Arbeiterschaft dezimiert.
Okay, wir haben gewonnen. Das heißt, wir können jetzt hier die Auswanderung auch bestimmen. Genieße oder gehe. Verringert die Chance, dass unzufriedene Bürger in Tropico bleiben um 50%. Das ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Warte mal, freie Ausreise. Das heißt so viel wie jeder darf auswandern und wieder einwandern, wie er gerade will. Und hier, Bürger dürfen nicht auswandern. Aber das hier klingt doch gar nicht mal so schlecht. Das klingt ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Verringert die Chance, dass unzufriedene Bürger in Tropico bleiben. Meinetwegen können die auch raus. Also wer keinen Bock hat auf Tropico, kann ja auch gehen. So ist es jetzt nicht. So, und hier sollen wir auch noch was machen. Und zwar, fremdfinanzierte Einnahmen. Erhöht die Einnahmen von Mediengebäuden. Okay. Ermöglicht die Erfolgschance von Propagandaeffekten durch Mediengebäude um 2%. Alle Mediengebäude senken unabhängig von ihrer Arbeitsmodi die Freiheit um 5%. Das sollten wir eigentlich hier machen, ja? Ich werde aber fremdfinanzierte Inhalte, weil ich keinen Bock habe auf eine Finanzkrise. Darum werden wir das mal machen. Alle Bürger dürfen wählen. Warte mal, ich werde das nur mal kurz ändern, ja? Berufssoldaten, pazifistischer. Die aktiviert alle Militärgebäude, verringert die Bedrohung durch Rebellen um 75%. Verbessert den Ruf. Pass auf, nee, würde ich auch wieder machen. Ich will das nur einmal ganz kurz abändern. Damit der Mick nicht andauernd nervt. So. So, wirksam bis 1988. Cool, einen Monat später und da werde ich geboren. Unser Geld ist im Umlauf, Press. Die Aktien sind Option, die Optionen sind Aktien und alle Auktionen gestoppt. Ja, wenn du das sagst. Wenn du das sagst, mein Gutster. So, wir sollen noch das Gebäude besuchen. Das geht, glaube ich, noch nicht. In wie viel? In 8 Monaten, okay. Da ist ein Feuer, da gibt es schon wieder Geld ohne Ende. Warte mal, ich bin nicht doch... war dies der großartigste und unvergesslichste politische Sieg in Tropicos Geschichte. Wir sind uns sicher, dass der Palast hier nur bescheiden ist. So, was haben wir denn noch für ein Gebäude nicht gebaut? Einwanderungsbehörde können wir bauen, ja, aber ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist eher... nicht so sinnvoll. Kontrollpunkte, Wachturm, das ist... Ein Wachturm weiß ich nicht, ob wir den jetzt unbedingt bauen müssen. Eine Müllhalde können wir gerne noch bauen. Alleine für die ganze Umweltverschmutzung. Da haben wir... Ne, warte mal, hier haben wir glaube ich noch gar keine, ne? Aber ich glaube, hier hatte ich auch gar keinen Platz mehr für irgendeine Müllhalde. Doch. Hier können wir noch eine hinbauen. Und da haben wir eine. Da unten haben wir auch eine. Hier ist noch Umweltverschmutzung, ja? Haben wir hier überhaupt noch Platz für eine? Ich glaube nicht. Ah, hier oben. Ernsthaft? Passt die da jetzt echt nicht rein? Dann bauen wir hier noch eine hin. Also ich würde echt schon gerne die Option haben, hier irgendwie das... das Limit zu erhöhen. Das ist doof. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, diese 1800, guck mal, die ganzen Einwanderungen, die ganzen Flüchtlinge, die sind quasi, im Prinzip sind sie schon wieder weg. Wenn man es so nimmt, ja? So, was haben wir noch nicht gebaut? Das geht noch nicht, das geht noch nicht, das geht noch nicht. Tourismus haben wir alles gebaut. Medien, das Raumfahrtprogramm haben wir noch gar nicht gemacht. Erhöht die Wissensregenerierung anderer Gebäude, sorgt dafür, dass man mit Wissen Missionen begonnen werden können, um Geld zu verdienen oder die Zustimmung der Bürger zu erhöhen. Das haben wir noch nicht gemacht. Warte mal, ich geh da mal. Aha. Ich sehe gerade der Jet vorbeigeflogen oder was war das gerade für ein Geräusch? Ich sehe aber gerade nicht. Das ist die Rakete, glaube ich, ja. Ist die schon fertig? Oh, die ist schon. Die ist schon fertig. Das Atomprogramm ist schon fertig.
Ja, nice. Das Atomprogramm ist schon fertig. Na, das finde ich doch vorzüglich. So, was machen wir jetzt damit? Was machen wir jetzt mit der Bombe? Bombe ist fertig geworden. Jetzt könnte man die Muskeln damit spielen lassen, ja? Testen Sie tropikanische Bombe, um Zustimmung von allen Bürgern und den Ruf von Militaristen und Konservativen um 5 zu erhöhen. Die Beziehungen zu allen Supermächten wird verringert. Wow. Warte mal, ganz kurz Pause. Ist sie schon fast so hochgeflogen, ja? Jetzt sehe ich ja die schon fast gar nicht mehr. Ich will gerne da ein Bildchen von haben. Warte. So, ich möchte gerne echt ein Bildchen davon haben. So, cool. Machen wir mal Play. Boah, Alter, geht die ab. Jetzt sehe ich sie leider nicht mehr. Doch, da. Ah, mehr sehe ich gerade davon nicht. Okay. Passiert hier gerade irgendwas? Das fliegende Auto ist in Tropico angekommen. Die momentane Flugdauer liegt bei unter einer Sekunde. Aber unsere Wissenschaftler arbeiten hart daran, dies zu verbessern. Okay, hat das jetzt, hat eigentlich gar nichts gebracht, ne? Aber wir sollen hier noch eine, einen Monat, okay, in einem Monat können wir die Delegation nochmal senden. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Ja. Alles völlig legal, natürlich. Okay, jetzt haben wir nichts mehr. So, Raumfahrtprogramm, Fortschritt beschleunigen. Das geht erst in der modernen Zeit, okay. Sauberer Start. Müsste doch die Forschung eigentlich richtig böse abgehen, oder? Benötigtes Wissen, la. Okay, dann machen wir hier das hier noch bitte. Und, ja, dann die Gebäude so nach und nach, ja. So nach und nach bitte die Gebäude. So, im Forschungslabor. Da würde ich gerne nochmal in der Gebäudeliste gucken. Warte mal, Medienbildung, Unterhaltung. Das müsste dienen. Ist das Dienstleistung? Nee. Botschaft? Nee. Gefängnis? Nee. Polizeiwache? Na. Unter was? Unter was würde denn Medien und Bildung müsste ja eigentlich das sein, ja? Universität haben wir eine. Inspirierende Statue, Atomprogramm, Bibliothek haben wir zwei. Okay, wir haben noch kein Forschungsgebäude, ne? Das könnte man theoretisch auch nochmal bauen. Ich müsste nur mal langsam gucken. Ich glaube, hier fehlt es dann auch bald an Arbeiter. So, ein Forschungsgebäude. Hammer. Hammer. Gebäude ist einmalig. Ach, Kindheitsmuseum. Haben wir schon. Und ein Mausoleum. Komm, wir bauen mal noch ein Mausoleum. Vielleicht beim Tourismus. Bei der Touris. So. Was fehlt uns noch an Gebäuden? Das haben wir alles. Das haben wir auch alles. Das haben wir auch alles. Und hier macht es leider einfach keinen Sinn zurzeit. Es macht bei diesen Gebäuden leider gerade keinen Sinn. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil wir sowieso gerade keine Arbeiter haben. Wir haben absolut keine Arbeiter. Warum sind gerade so viele arbeitslos? So in der Scheiß. Wir haben noch so viele Arbeitsplätze, das, ja. Warte mal, wie war denn das? Bildung. Wie war denn das nochmal gewesen? Dieses ein Stern, da wo 4 dran steht, das ist quasi ungebildet, ja? Und was haben wir für Arbeitslose derzeit aktuell? Ungebildet 20, Highschool 5. Könnte man vielleicht doch bauen. Ich glaube, wir haben noch keine Fahrzeugfabrik. Ich will es auf jeden Fall schon mal gebaut haben. Eine Möbelfabrik weiß ich gar nicht. Eine Schmuckfabrik haben wir auch noch nicht.
man hier auch nochmal bauen. Eine Plastikfabrik haben wir. Was jetzt aber wahrscheinlich sehr, sehr sinnvoll wäre, wenn wir hier auch ein paar Wohngebäude bauen würden. Weil ich glaube, so langsam bräuchten wir hier echt welche. So. Und vielleicht nochmal ein Apartmenthaus für die gut situierten Menschen. So. Gut. Lass mal bauen. Lass mal knacken die Kiste. So, Delegation ist gesendet. Ostblock, Botschaft besuchen. Oder muss ich jetzt die hier so besuchen? Nee, oder? Wie kann ich denn jetzt die Botschaft hier besuchen? Wie soll denn das jetzt funktionieren? Oh, die Verfassung kann jetzt schon wieder aufgehoben werden. Das hasse ich halt. Warum kann die jetzt aufgehoben werden? Das frage ich mich jetzt wirklich. Bestätigen. So, wie kann ich denn jetzt die besuchen? Grüße, Präsidente und alle mithörenden Spione. Ich versichere Ihnen, dass im Laufe dieses Gesprächs keine sensiblen Informationen preisgegeben werden. Okay, wir sollen eine Cocktailbar bauen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Cocktailbar, da ist er. Müssen wir nur Platz schaffen, ja? Ist das hier noch in der Nähe? Ich weiß es nicht. Wir können es gerne mal testen. Schneller Bau, bitte. Ist das jetzt noch in der Nähe? Zählt das als Nähe? Nein, anscheinend nicht. Wohnt hier wer? Ja. Schade, sonst hätte ich das Haus jetzt einfach weggehen. Dann... Ah! So, was machen wir jetzt? Hier hat man relativ. Warum ist das nicht in der Nähe? Das ist doch eigentlich in der Nähe. Also man muss später die Botschaft wahrscheinlich extra ein bisschen weiter auswärts bauen. Weil die wollen sehr oft, dass man was in der Nähe von dem baut. Hm. Warte mal, Gebäude. Könnte man nicht, hatte man nicht die Möglichkeit, das Gebäude neu zu platzieren? Das eigentlich ungern abreißen. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht. Ja, warte mal, wir haben hier noch wieder was Neues. Verfassung des Kirche und Staat sollen wir ändern? Okay. Jetzt kann ich sie gerade nicht ändern, ne? Haben wir jetzt einfach mal irgendwas hin. Das war mir gerade ehrlich gesagt sogar egal. Ach, jetzt kann ich es anbauen. Anklicken, meine Entschuldigung. So. Das Paket ist frankiert. Wenn Sie Ja. Gebäude besuchen, wie soll das jetzt gehen? Wir haben doch ein kleines Problem mit dem Hilfe des Präsidenten, kollektiv respektive Methoden und Flexibilität auf vielerlei Hinsicht. Unser Lieblingsdiktator. Ostblock-Botschaft besuchen. Also eine Delegation haben wir ja schon gesendet. Ich weiß es sonst nicht. Muss ja jetzt der Präsident hingehen oder wie ist das? Ich werde Geschichte schreiben. Mit der Hand, wenn nötig. Ach, Gebäude besuchen. Warte mal. Ich gehe, wohin ich will. Ne, jetzt gehst du mal nicht, wohin du willst, sondern jetzt gehst du mal bitte zur Botschaft. Ich sollte Penultimo verhaften. Nur um sein Gesicht zu sehen. Okay, so geht das also. Gut. Gut. Warte mal, wie sieht das jetzt hier aus, wo wir hier so viel gebaut haben?
Nach gar nicht gut, nee. Wir könnten aber nochmal ein Atomkraftwerk bauen. Gibt's hier noch eine Straßenanbindung irgendwie? Nee. Geht hier noch irgendwo was? Und gerade war es irgendwo. So rum würde es gehen. Hier würde es auch noch gehen. Na toll, hier kriege ich jetzt gerade keine Straße mehr ran, oder was? Warum nimmt man das? Das ist ja doof, warte mal. Abbrechen. Atomkraftwerk. Kann ich das vielleicht auch so rumbauen? Nee. Das bringt mir auch nicht viel, nee. Machen wir da jetzt nun? Wollen wir das eventuell hier hinbauen? So. Damit wir wieder ein bisschen mehr Strom kriegen. So. So, wo ist denn El Presidente? Der soll ja da hingehen jetzt zum Butcher. Ach du Gott, das dauert ja noch Jahre, bis der da ist. Ach du Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, wenigstens geht er dahin. Wenigstens geht er dahin. Der Krieg mag kalt sein, aber das Wetter wird heiß, heiß, heiß. Bleibt dran für Kanal Unos Wetterbericht. Oh ja, Sekalor. Sekalor. Okay, so gut. Ich würde an dieser Stelle in der nächsten Folge weitermachen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hauen Sie wieder rein und danke fürs Einschalten. Tschüss. Grüße von Ihrer noch nicht feindseligen Nachbarnation. Präsident auf Lebenszeit. Viva Tropico!